Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Geschenketipp-Video. Im ersten Video haben wir euch ganz viel coole Technik unter 100 Euro vorgestellt. Jetzt zeigen wir euch die besten Technikgeschenke über 100 Euro. Los geht's! Bevor wir loslegen, noch ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren, die diese Videos hier unterstützen und ihre Produkte für unsere Weihnachtsverlosung zur Verfügung stellen. Damit könnt ihr fette Preise im Gesamtwert von über 4000 Euro abräumen. Alle Infos und natürlich alle Links zu den Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf der Suche nach einer Gaming-Tastatur seid, dann ist die Patriot Viper V770 vielleicht was für euch. Die setzt auf die zuverlässigen mechanischen Keil-Switches, bringt viele Funktionen und Sondertasten mit und packt alles in ein robustes Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Optik. Im Großen und Ganzen bietet sie alles, was wir als Hardcore-Gamer so brauchen. Auch eine leicht konfigurierbare RGB-Beleuchtung ist mit von der Partie und ich muss sagen, ich finde dieses kantige Design echt ziemlich cool. Nicht so gut, die Leertaste klappert etwas und die Multimedia-Steuerung ist etwas schwer zu erreichen. Aber insgesamt bekommt ihr für einen Preis von aktuell rund 140 Euro nichts Besseres. Darum ist das Teil auch Preis-Leistungssieger in unserem Vergleichstest. Ihr kriegt also jede Menge Gaming-Tastatur fürs Geld. Keine Kohle? Dann gewinnt sie halt einfach. Ab in den Verlosungssack mit dem Teil. Jetzt kommen wir zu was ganz Feinem, nämlich die Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge OC. Das Teil ist bereits ab Werk übertaktet und die ultimative Gaming-Grafikkarte für WQAD-Gamer. Damit zockt ihr jedes Spiel mit höchsten Einstellungen flüssig in 1440p, inklusive Raytracing. Für die Kühlung sorgen zwei unterschiedlich große Lüfter und ein massiver Aluminium-Kühlblock mit 5 Heatpipes. Durch den 0dB-Modus ist die Grafikkarte bei geringer Auslastung unhörbar und bleibt auch beim Zocken angenehm leise. An der Seite und auf der Backplate sind weiß beleuchtete Logo-Applikationen. Der Hersteller gewährt auf die Grafikkarte 3 Jahre Garantie, die sich bei Registrierung auf 5 Jahre erweitern lässt. Der Marktpreis der Grafikkarte liegt aktuell bei rund 670 Euro. Aber mit etwas Glück räumt ihr das Teil bei unserer Verlosung ab. Wenn ihr Kopfhörer für unterwegs verschenken wollt, dann solltet ihr Apples AirPods nicht übergehen. Anfangs zwar etwas umstritten, haben sich die AirPods letztendlich doch durchgesetzt und sogar einen kleinen Trend in Richtung Bluetooth-Kopfhörer gesetzt. Das Design ist natürlich Geschmackssache, aber die AirPods sind nicht ohne Grund so erfolgreich. Die Verarbeitungsqualität ist spitze, der Sound gut und die Akkulaufzeit ist auch okay. Außerdem werden sie immer günstiger. Die AirPods der zweiten Generation mit dem kabelgebundenen Ladecase kosten aktuell rund 130 Euro und sind manchmal sogar noch günstiger zu haben. Also von uns eine absolute Empfehlung. Gerade bei Gamern sehr beliebt sind die modularen und dünnen LED-Panels von Nanoleafs. Ihr könnt mit diesen Panels nämlich komplett individuelle Formen ohne Schrauben und Bohren an der Wand anbringen. Außerdem sind die Nanoleafs in Smart Home integrierbar, weil die Lichter Alexa, Siri und Google Assistant unterstützen. Heißt, ihr könnt per App oder auch per Sprache einfach die Helligkeit und Lichteffekte steuern und auch Animationsrichtungen und Geschwindigkeiten anpassen. Sehr cool ist auch, dass die Lichtpanels mit dem Rhythm-Modul passend zur Musik leuchten können und verschiedene Animationen entstehen. Ihr könnt die Nanoleafs auf bis zu 30 Panels erweitern und auch Automatisierungen einstellen, sodass die Lichter zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit ausgehen. Ihr habt die Wahl zwischen den dreieckigen Light-Panels und den quadratischen Canvas-Panels. Ganz günstig sind die Teile leider nicht. Das 9er Light-Panels Starter-Pack kostet 195 Euro. Ein Erweiterungspack mit 3 Panels kostet 59 Euro. Dafür ist der Effekt im Zimmer echt mega. Wer einmal ein NAS zu Hause hatte, will nicht mehr darauf verzichten. Daten sichern und verwalten, Fotos sortieren und auf verschiedenen Geräten anschauen, Musik und Filme streamen und. Die Einsatzmöglichkeiten sind extrem vielfältig. Synology hat mit der DiskStation DS220 Plus ein sehr flexibel einsetzbares NAS-Leergehäuse zu einem fairen Preis von rund 320 Euro im Angebot. Der Netzwerkspeicher hat 2 Festplattenschächte und ist kinderleicht in Betrieb zu nehmen. Das Betriebssystem Synology Disk Station Manager lässt beim Funktionsumfang keine Wünsche offen. Durch die intuitive Oberfläche holt sie gleichermaßen Einsteiger wie Profis ab. Im hauseigenen App Store gibt es kostenlose Programme für alle denkbaren Einsatzgebiete. Daten verwalten, freigeben, schützen und wiederherstellen, Musik- und Videostreamen, Server aufsetzen und administrieren, Fotos sortieren und indizieren und vieles mehr. Mit der Smartphone-App könnt ihr außerdem zum Beispiel automatisch eure Fotos in eurer privaten Cloud sichern. Synology hat die Spendierhosen an und spendet die DiskStation DS220 Plus für unsere Verlosung. Dankeschön. Wortwörtlich die Elite unter den Powerbanks ist die Anker PowerCore 3 Elite 25600 PD, mit der ihr 3 Geräte gleichzeitig mit einer Gesamtleistung von 75 Watt aufladen könnt. Egal ob Bluetooth, In-Ears, Smartphones, MacBooks oder Laptops.
Für stromhungrige Geräte wie Notebooks oder Tablets liefert der USB-C-Ladeport bis zu 60 Watt. Damit sind die Akkus eines HP EliteBook oder Spectre, Lenovo Yoga oder MacBook Pro in rund 2 Stunden voll aufgeladen. Die Technik Trickle Charging sorgt dafür, dass die Bank alle angeschlossenen Geräte mit maximaler Geschwindigkeit bei absoluter Sicherheit auflädt. Im Lieferumfang ist das 65 Watt Netzteil PowerIQ 3.0 enthalten, das die PowerCore 3 Elite im Rapid Recharge Modus in nur 3 Stunden wieder voll aufladen kann. So viel Power gibt es aber natürlich nicht zum Schnäppchenpreis. Die Powerbank kostet rund 110 Euro. Aber wer sich das nicht leisten kann oder will, kann die elitäre Bank auch gewinnen. Nämlich hier in unserer Weihnachtsverlosung. Auch ein Chromebook eignet sich wunderbar als Weihnachtsgeschenk, und zwar ganz besonders für Leute, die sich nicht mit komplizierten Betriebssystemen herumschlagen möchten. Denn auf Chromebooks läuft Chrome OS, das mit Android verwandt ist und einige Vorteile bringt. Zum Beispiel dauert das Hochfahren normalerweise maximal 6 Sekunden. Das System ist stabil, schnell und sicher und ermöglicht eine herausragende Akkulaufzeit von typischerweise 10 bis 12 Stunden. Und einfach zu bedienen sind Chromebooks auch. Ihr habt damit Zugriff auf hunderttausende Android-Apps aus dem Google Play Store. Von Word, Excel und PowerPoint über Skype bis hin zu Netflix, TV-Mediatheken und Spielen ist für fast jeden Zweck was dabei. Daher ist es für die Alltagsnutzung auch kein Problem, dass darauf keine Programme laufen, die ausschließlich für Windows verfügbar sind. Chromebooks gibt es in verschiedenen Ausstattungen und Preisklassen. Das Lenovo Chromebook S345 bekommt ihr zum Beispiel schon ab 219 Euro. Und trotz des günstigen Preises reicht es leistungsmäßig für viele Alltagsaufgaben vollkommen aus. Natürlich gibt es auch umfangreicher ausgestattete Modelle, zum Beispiel das HP Chromebook X360 mit touchfähigem und um 360 Grad drehbarem Display für rund 450 Euro. Am oberen Ende des Leistungsspektrums ist das Asus Chromebook Flip C436 mit Intel Core i5 Prozessor, 512 GB SSD, beleuchteter Tastatur, einem schicken und stabilen Gehäuse aus Magnesiumlegierung und weiteren Extras angesiedelt. Und genau dieses Luxus-Chromebook hat Google für unser Weihnachtsgewinnspiel zur Verfügung gestellt. Beim nächsten Geschenketipp handelt es sich um die Apple Watch SE in der Sportvariante, also mit Aluminiumgehäuse. Die Apple Watch hat sich ja zur erfolgreichsten Smartwatch-Reihe überhaupt entwickelt und das nicht zu Unrecht. Die Dinger können schon was. Der Preis der Watch SE liegt zwischen rund 290 und 370 Euro. Das hängt davon ab, für welches Modell ihr euch entscheidet. Sie hat zwar kein Always-On-Display, dafür kommt sie aber im Vergleich zur Apple Watch Series 3 mit einem größeren und moderneren Display, einem hervorragenden Chip, sie ist wasserdicht und hat zahlreiche Gesundheitsfeatures wie Sturzerkennung oder Überwachung der Herzfrequenz. Das Coolste ist aber eigentlich, dass man seit der SE kein eigenes iPhone mehr braucht, um die Apple Watch nutzen zu können. Dadurch eignet sich die Watch SE auch perfekt als Geschenk, zum Beispiel für die Großeltern, die kein iPhone haben. Und wo lädt man seine Apple Watch auf? Wie wär's zum Beispiel mit dieser schicken Ladestation? Das ist die Pitaka 6 in 1. Kabelsalat ist damit definitiv vorbei, denn die bietet wirklich alles, was man braucht. Bis zu 6 Geräte gleichzeitig könnt ihr damit aufladen. Zum kabellosen Laden könnt ihr euer Smartphone einfach hier ablegen. Außerdem gibt es hier noch eine drahtlose Ladefläche, zum Beispiel für Kopfhörer. Und die Apple Watch bekommt einen eigenen ausfahrbaren Ständer. Und was macht ihr, wenn ihr kein skifähiges Phone habt? Kein Problem. Einfach den Stand hier aufklappen und schon fährt ein USB-C-Anschluss hoch und ihr könnt euer Smartphone einstecken. Und iPhone-User? Die schalten per Tastendruck von USB-C auf Lightning um. Sehr cool. An der Seite gibt es noch 2 USB-Anschlüsse zum Aufladen per Kabel und ein kleines beleuchtetes Schubfach, zum Beispiel für SIM-Karten oder andere Kleinteile. Ich finde das Teil wirklich sehr cool, sieht auch ziemlich stylisch aus. Neben diesem Carbonmuster gibt es auch noch Holz- und Stoffoptik. Mit 140 Euro ist das Teil aber auch nicht ganz billig. Wenn ihr auf der Suche nach einem ergonomisch geformten und schicken Gaming-Chair seid, dann dürfte der Backforce One Plus, ein Gaming-Stuhl made in Germany, genau das Richtige für euch sein. Ein Preis von 609 Euro zeugt bereits von einem echten Premium-Produkt. Und das merkt man auch. Immerhin ist es der offizielle Gaming-Stuhl der HMX 3. Der Stuhl kommt mit gepolsterten 5D-Armlehnen, die sich nach hinten wegklappen lassen, was auf dem Markt einzigartig ist. Zur optimalen ergonomischen Anpassung gibt es eine verstellbare Lordosestütze, eine Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung sowie eine WIP-Funktion mit Synchromechanik. Sowohl die Sitzfläche als auch die Rückenlehne setzen auf eine geformte Holzschale. Das Design hebt sich klar von dem Einheitsbrei der restlichen Gaming-Stühle ab. Und wem das nicht genug ist, der kann zum Beispiel noch die Schulterpatches selbst designen. Das kann der Gewinner in unserem Weihnachtsgewinnspiel dann ganz frei entscheiden. Backforce spendiert nämlich einen Gutschein für den OnePlus.
Der MSI Creator PS321 URV richtet sich an Kreative, die eine hohe Farbtreue für Bild- und Videobearbeitung suchen. So deckt das 32 Zoll große UAD-Display 98% des sRGB-Farbraums und 95% des DCI-P3 ab. Das Display ist ab Werk kalibriert und der Delta-E-Wert bezüglich der Farbabweichung liegt bei unter 2. Für eine noch kontrastreichere Bilddarstellung sorgt die HDR600-Zertifizierung. Durch den im Monitor integrierten Cardreader und den USB 3.2 Gen 1 Anschluss lassen sich Bilder und Videos schnell und unkompliziert von der Kamera übertragen. Bei Problemen mit Sonneneinstrahlung lässt sich optional ein magnetischer Sichtschutz anbringen. Im sogenannten Creator OSD lassen sich Farbprofile fein abstimmen oder Systemeinstellungen optimieren. Der Preis des Monitors liegt bei 880 Euro. Ihr könnt das Ding natürlich bei uns gewinnen. Zum Schluss noch mein persönliches Highlight, der Game Wars Arctic Blizzard 2.0 Gaming Sitzsack. Solche Sitzsäcke kennt man ja zum Beispiel von Anzockstationen auf der Gamescom, also warum nicht so ein Ding auch zu Hause hinstellen. Der Sitzsack ist mit EPS-Perlen gefüllt und ergonomisch so konzipiert, dass ihr ein stabiles und bequemes Sitzgefühl habt. In den Taschen an den Seiten ist Platz für die Fernbedienung, den Controller, Snacks und eine eigene Halterung für Kopfhörer gibt's auch noch. Man sitzt tatsächlich relativ tief auf dem Teil, aber zum Konsolenzocken genau richtig. Ich finde ihn wirklich ziemlich bequem und kleinere Rage-Anfälle hält er auch aus. Für knapp 110 Euro bekommt ihr also das perfekte Geschenk für jeden Konsolenzocker. Oder ihr macht beim Gewinnspiel mit und räumt das Ding da ab. Schaut dazu einfach in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zum Gewinnspielformular. Einfach eintragen, mitmachen und mit etwas Glück fette Preise im Gesamtwert von über 4000 Euro abräumen. Wir wünschen schon mal frohe Weihnachten und bis zum nächsten Video.